Also meine Eltern haben mir verboten, dorthin zu gehen, weil sie Angst hatten, dass irgendwas passieren könnte, weil bei solchen Massenaufläufen immer wieder mal was passieren kann. Und man wusste ja, es sind 500.000 Leute auf der Straße und von denen ist sicher auch ein Teil im Schlosshof. Also haben sie gesagt, da gehst du nicht hin. Und ich habe gesagt, ich gehe zu einer Freundin und bin doch hin. Und das Ganze wurde im Fernsehen übertragen und meine Eltern hatten gerade so ein paar Wochen im Fernseher, das Fernsehen gab es ja noch gar nicht so lange zu der Zeit. Und die haben das natürlich angeguckt im Fernsehen und ich war da ziemlich groß zu sehen und kam heim und hat sie erst mal eine Ohrfeige gesetzt. Auch deswegen ist mir der Tag unvergesslich. Aber es war nicht so ernst gemeint. Also, Aber danach wollten Sie wahrscheinlich trotzdem die wissen, wie es wollten war. natürlich ganz genau wissen, wie es war, das ist ja klar. Ja.